Seit etwas mehr wie 5 Jahren gibt es die kleine Oase. Ich habe angefangen, auf meinem Gelände von der ehemaligen Spedition da Sonderposten zu verkaufen, und das war so der Anfang dessen, was so meine Ladenhistorie betrifft. Bin dann von dem Laden aus, ursächlich war das ein Container, in dem 60 Quadratmeter waren, so ein Bürocontainer, und da habe ich angefangen halt zu verkaufen. Dass man alles das findet, was man eigentlich nicht wirklich hier vermuten würde. Von Antiquitäten über Dinge aus dem Haushaltsgebrauch, über Kleidung, über Seife, über Parfum, über Dekogeschichten, Geschenkartikel, alles, was man so als nützlich oder unnützlich bezeichnen würde. Vormittag bei uns verbringen, sie können Kleidung anprobieren, sie können sich Geschenkartikel anschauen, sie können nachmittags bei uns Kaffee trinken und 1 bis 2 Mal im Monat können sie auch an einem Abendevent teilnehmen. War da? Was mache ich damit? Ein Koch war da? Was mache ich mit dem? Musik ist immer etwas Schönes, und das alles miteinander zu kombinieren in einer, ich sag mal, für mich außergewöhnlichen Raum. Das war nicht das, was mich dazu gebracht hat, dass man das irgendwie miteinander kombinieren müsste, und daraufhin sind es mit den Events entstanden. Zuerst mit einer Lesung, und dann ging es halt immer weiter. Mit jeder neuen Idee kam irgendwas dazu. Y hasta que llegue el momento, una vez te cuidaré, tan radiante junto a mí, si es que piensas volver, hazlo pronto porque no podré resistir mucho tiempo más sin ti. Wir haben jetzt im Oktober die Ladies Night, die zum Beispiel beinhaltet, dass man sich fotografieren lässt, vorher, dass man geschminkt wird, gestylt wird,
Klamotten anprobiert und mit den Dingen halt dann ein neues Selbstbild, ein neues Ich, eine völlig veränderte Person am Ende findet. Und das Ganze dokumentiert auf einem Bild, verbunden mit einem wunderschönen Essen, was es dazu gibt, und einfach Spaß haben an dem Abend. Und dann gibt es im November, haben wir einen Musical-Abend. Dann im Dezember kommt wieder eine Lesung, zu Weihnachten halt, mit allem drum und dran, im tollen Weihnachtsmenü. Ja, und so geht das weiter. Und alles andere sieht man dann im Internet. Und das Ergebnis dieser Geschichten findet man auch im Internet. Auf meiner Seite eben halt, um zu gucken, was dort alles so passiert.